Fantastic. Hallo, willkommen zur 17 Uhr Folge Clash of Clans mit Winifred. Ja, heute haben wir mal 3 Folgen Clash. Kein Clash Royale. Ich weiß, einige sind deswegen etwas böse. Aber aus aktuellem Einlass, weil ja heute wirklich, weil 2 Clankriege gleichzeitig sind. Quasi der Clankrieg noch von Black System, den ich ja gezeigt hatte. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht noch eine Folge mache. Das müsst ihr dann entscheiden, wenn ihr das wollt. Wie es ausgegangen ist gegen die Franzosen. Und natürlich der Clankrieg gegen die Cheater. Ja, können wir die Cheater besiegen oder können wir sie nicht besiegen? Es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich will mal ganz kurz, ich werde meinen Kriegsbonus jetzt mal eben überblenden, damit wir nicht, naja, damit ihr quasi nicht gespoilert werdet. Ich habe meine beiden Angriffe schon gemacht, ob es dann geklappt hat oder nicht. Werden wir dann noch sehen. Ich werde es, wie gesagt, mal eben überblenden. Wir gucken, wir müssen uns aber tatsächlich mal ganz kurz die ersten aus unserem Clankrieg anschauen. Also, viele von euch hatten es mir wahrscheinlich nicht geglaubt, dass sie cheaten. Jetzt ist es relativ, es ist einfach so offensichtlich. Die alle Elfer bei uns wurden alle gescoutet. Alle. Moose. Alter, es ist einfach... Wobei, ich kann jetzt bei mir ja nicht draufklicken, aber überall 0%, ne? Bei Moose, bei mir, bei Einfach Willi, bei Anna-Marie, bei Kira und bei Dennis. Überall. Sie haben nur gescoutet, haben überall nur 0% geholt, damit sie einfach die Probeangriffe machen können. Das ist... Wenn ihr unbedingt mal wollt, dass ich Xmod mal ausführlich erkläre, auch wenn es wirklich ein Scheißprogramm ist, was wirklich niemand benutzen sollte, wenn ihr wirklich, wenn ihr es mal wissen wollt, dann ich kann es gerne mal ausführlich erklären, wie es funktioniert, warum der Gegner jetzt einen Riesenvorteil dadurch hat, kann ich euch alles mal erklären, aber lasst uns mal lieber auf die guten Angriffe gucken. Angriffe, die ohne Probe gemacht wurden, wo man nicht stundenlang vorher testen konnte, die einfach mit Taktik und mit Köpfchen gemacht wurden und wir gehen mal sofort rein in Angriff Nummer 1. So, also mein Angriff auf den Marcelo WXW und ich muss ganz ehrlich sagen, vielen Dank an Salah Aldin vom Clan Verbrannte Erde. Ich habe mir bei ihm Tipps geholt. Er ist wirklich der Clankriegsexperte schlechthin und ich habe eine ganz coole Taktik jetzt hier genommen. Erstmal so eine Art Mini-Kill-Squad mit einem Golem, mit dem König, mit der Königin. So, ich wollte die Luftabwehr haben. Ich hatte echt Schiss, dass ich es nicht ganz schaffe, denn die Clanburg kommt jetzt natürlich gleich auch raus. So, Clanburg kommt raus, Magier, Bogenschützen und der Drache, also schon ein bisschen schwieriger. Bedeutet, ich musste jetzt... Ja, ich musste jetzt quasi vergiften, hat aber nicht geklappt, ich hab den Gift falsch gesetzt. Oh, sehe ich jetzt gerade erst. Wobei doch, jetzt ist der Drache drin, der Drache nimmt ein bisschen Schaden und jetzt die Königin mit dem letzten Atemzug nimmt sie noch die Luftabwehr mit, ein Glück. Der Drache ist jetzt gleich kaputt und die Luftabwehr ist weg. So, das war Punkt Nummer 1. Ich wollte die Luftabwehr unbedingt weg haben. Und jetzt Punkt Nummer 2. Hier unten schön die Luft, die zweite Luftabwehr geblitzt. Und dann noch mit einem Erdbeben noch schön kaputt gemacht. Bleiben also noch 2 Luftabwehren übrig. Hab jetzt noch 2 Wutzauber, einen Freeze. Und jetzt kommen die Drachen. Jetzt kommen alle Drachen. Und jetzt kommt der Lavahund aus der Clanburg. Und jetzt gleich natürlich auch noch der Warden. So. Wutzauber. Und jetzt kommt Warden. Und jetzt gleich musste ich natürlich schon zünden. Ich zünde den Warden immer... Einige sagen, ich zünde den zu früh. Allerdings, ich zünde den immer, bevor ich den... Also jetzt in diesem Fall habe ich ihn gezündet, bevor ich den Freeze genommen habe, ne? Ich habe erst den Warden gezündet, damit die... damit halt noch möglichst viele Truppen immun sind gegen Schaden. Am Anfang, damit wirklich noch relativ viele Truppen da sind. Den Freeze setze ich dann halt danach. Und da zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon, es werden 2 Sterne. Jawohl, das Rathaus ist nämlich jetzt gleich, jetzt ist es down. Eine sehr schöne Taktik. Vielen Dank an Zahler, dass er mir den Tipp gegeben hat und die Truppenkombination gesagt hat und mir gesagt hat, ey Junge, du musst das so und so machen. Dann wird das auch was mit 2 Sternen. Hat geklappt, ich bin sehr zufrieden. Freut mich, dass ich hier 2 Sterne holen konnte. 58%. Der Drache ist noch am Rödeln. Und jetzt konnte ich sogar am Ende noch... wo habe ich denn noch was hingesetzt? Ah, da habe ich noch einen Bogenschützen hingesetzt. Auf der anderen Seite der Bogenschütze ist leider gestorben, aber es hat gereicht. 2 Sterne, ich bin zufrieden. Und vielleicht kriegen wir gleich auch noch einen Live-Angriff hin. Ich weiß nicht, jemand wollte noch angreifen gleich. Muss mal gucken, aber wir haben echt coole Angriffe gehabt. Der Gegner, wie gesagt, ja, von den oberen hat wirklich noch absolut gar keiner angegriffen. Wir können ja mal ganz kurz drauf gucken. Ja, das schon mal, ne? Von den oberen hat auch gar keine angegriffen. Der Gegner greift tatsächlich nicht gut an. Der Gegner greift nicht gut an und das spricht ja wohl für sich. Also das in dieser Form spricht absolut für sich. 0%, 0%, 0%, 0%, 0%. Ja. So kann man sich dann auch natürlich schön alles ercheaten, muss man sagen. Ja, großartig auf jeden Fall, wenn man gegen Cheater immer spielt. Macht schon was her.
Und ja, wir gucken mal jetzt noch auf den Angriff. Wir gucken mal noch auf einen weiteren Angriff, sagen wir es mal so. Nämlich auf meinen zweiten Angriff. Und jetzt kann ich ja auch natürlich, jetzt werde ich den nicht mehr überblenden. Es war 49%. Na, ah, so knapp. 49% gegen, aber man muss sagen, gegen eine fast maxed Base. Sie ist fast maxed. Der eine Level beim König fehlt noch und der Warden ist nicht ganz maxed. Ansonsten ist sie aber maxed. Und ja, ich habe die Erdbeben-Zauber in die Mitte gehauen, um mir da einen Weg zu machen. Zack, 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 offen gesprengt. Und jetzt gleich kommt Sprung Nummer 1 und Sprung Nummer 2. Und jetzt ist mir gleich ein großer Fehler unterlaufen. Da ist leider der Golem nicht richtig gelaufen. Und die Mauerbrecher sind dann leider auch nicht richtig gelaufen. Deswegen, ja, lief es leider nicht so wie geplant. Und dann sind die Magier leider nicht gescheit geschützt gewesen von den gegnerischen Verteidigungen. Na gut, was will man machen? Man kann nicht alles haben. Aber ansonsten, ja, der König läuft jetzt außenrum. Das ist natürlich auch nicht so das, was du haben willst. Also im Grunde lief erstmal schon mal ziemlich viel falsch. Allerdings dafür, 49% ist ja trotzdem gar nicht mal so schlecht. Die gegnerische Königin ist kaputt. Der gegnerische König lebt noch, ist jetzt aber auch gleich kaputt. Der Hund in der Clanburg interessiert mich nicht die Bohne, denn ist ja jetzt gleich. Jetzt sind wir schon, guck mal, jetzt sind wir nämlich schon am Rathaus. Das Rathaus ist relativ schnell down. Also den Stern habe ich relativ schnell geholt. Zu diesem Zeitpunkt war ich auch noch optimistisch, dass ich es schaffen würde, vielleicht. König oben gezündet, aber der König ist jetzt auch tot. Der war kurz vor knapp. Riesenbombe noch. 45%. Ich war noch optimistisch, dass ich es noch schaffen würde, aber die letzten Lava-Puppies haben mir dann noch den Sieg gekostet, weil sich die Königin jetzt zu lange darauf konzentriert hat und die Eagle Death jetzt am Ende macht sie dann doch den Unterschied. Zwischendurch ist sie relativ schlecht. Aber am Ende kann sie dann doch den Unterschied machen. Zack, der nimmt sich jetzt zwar noch den Magierturm, aber es reicht nicht mehr ganz für den Luftfeger. Ah, noch ein bisschen fehlt noch, ne? So ein bisschen beim Luftfeger, drei Viertel vom Luftfeger und wir hätten es noch geschafft. Aber nun gut, was willst du machen? Ich rechne ja sowieso nicht damit, dass ich den Bonus kriege. Also die 1,4 Millionen wäre mein höchster Clankriegsbonus ever, aber ich werde den eh nicht bekommen. Von daher, ja, sieht ganz gut aus, der Clankriegs. Die sind einfach schlecht, die reißen nichts. Das ist auch wieder, ach komm, wollt ihr mich verarschen? Hier hat er ja auch gespäht. Was hat er jetzt hier gemacht? Hat er jetzt hier wenigstens gelockt oder hat er jetzt hier auch wieder nur Scheiße gemacht? Das ist doch lachhaft. Das ist einfach so lachhaft. Was hat er jetzt hier gemacht? Wo ist die Clanburg? Wo macht er jetzt hier überhaupt was? Macht er jetzt hier überhaupt was? Macht er irgendwas? Da. Was? Da war was? Da hat er was gesetzt? Da hat er was gesetzt? Da oben hat er was gesetzt? Oh, das ist doch so lachhaft einfach nur. Mit vierer Truppen. Das ist doch... Da wird keine Clanburg gelockt, da wird gar nichts gelockt. Das wird einfach nur benutzt, damit der andere später mit X-Mod da schön proben kann, so lange, bis er drei Sterne holt. Das ist so lachhaft einfach. Der Gegner sollte sich echt schämen. Der sollte sich wirklich schämen. Das ist einfach sowas, es ist so eine Scheiße, so lachhaft. Ohne Witz. Da kann ich auch echt nicht drüber lachen, über sowas, weil das ist einfach, das ist ja echt schon, das ist tatsächlich schon Betrug im großen Stil. Mal gucken, in 5 Minuten macht er die 24, da würde ich sagen, wir machen eben einen kleinen Cut. Warten wir eben ab, bis wir einen richtigen Angriff machen, bis wir richtige Angriffe sehen und nicht so eine Scheiße, die einfach gecheatet ist. Und es ist gecheatet und es ist einfach Betrug im großen Stil, nichts anderes. Es ist einfach nur, es ist Verarsche im ganz großen Stil. Und wir haben diesen Clan auch gemeldet, Kira, glaube ich, hatte eine Nachricht geschrieben an den Supercell Support. Ich kann nur hoffen, dass sie den ganzen, dass die Leute alle sperren. Na, guckt euch das mal an. 246 Siege. Ja, natürlich haben sie 246 Siege. Ist klar, wenn man immer X-Mod benutzt und immer die ganzen Gegner ausspioniert, ist doch logisch. Wir haben 95 Siege. Wir haben auch mal eine Niederlage dazwischen. Ist ja logisch. Ne? Mal gewinnst du, mal verlierst du. Es ist einfach so. Guckt euch mal unseren Kriegslog an. Zuletzt tatsächlich ging es etwas drunter und drüber. Wobei man sagen muss, zwischendurch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Siege am Stück, oder was? Also, es ist immer ein bisschen durchwachsen, ne? Zwischendurch hatten wir, jetzt zuletzt hatten wir immer ein bisschen zu kämpfen, aber der letzte war ja wieder gewonnen. So ist das nun mal, ne? Also, Leute, ich sage mal, wir warten eben kurz ab, gucken dann gleich live rein in den Angriff. Bis gleich. Oh, wir haben einen. Oh, ich wollte eigentlich einen Break machen, aber wir haben einen Live-Angriff. Ja, das ist doch mal gut. Er konnte sofort jetzt quasi... War das der, der gespäht wurde? Ich weiß es gar nicht. Er ist auf jeden Fall Nummer 6 gegen Nummer 9. Ja, was soll ich sagen? Normalerweise dürfte ich das gar nicht zeigen, wie die überhaupt angreifen, um denen überhaupt nicht irgendeine Plattform zu geben. Ja. Zack, ist das Rathaus down. Aber gut, ich weiß nicht genau, ob bei dem Garlock auch vorher gespäht wurde. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber na gut.
Königin rasiert noch aus, das sind 2 Sterne, aber ich meine, 2 Sterne sind ja auch jetzt nichts, wo man jetzt sagt, oh, das ist jetzt so super toll. Ist ja auch noch Luft nach oben. Wobei, die Magier leben alle noch, die Königin kann ja sogar noch zünden, von daher könnte es noch knapp werden mit, na, mit 3 Sternen. Ne, 3 Sterne wird er nicht holen, glaube ich. Unten ist noch zu viel Def. Wenn die Königin jetzt gleich kaputt sein sollte, dann könnte es vielleicht mit 2 Sternen günstig ausgehen für uns. Komm, König da, Königin down, wunderbar. Ja, wirklich, normalerweise darfst du solchen Leuten, solchen Pissern aus Rumänien, also ich habe da nichts gegen Rumänen, ganz im Gegenteil. Ich habe gegen niemanden was aufgrund seiner Herkunft oder sonst was, ich habe nur was gegen Cheater. Woher sie auch immer kommen mögen. Ob jetzt aus Rumänien, aus Deutschland, aus Timbukistan, keine Ahnung, ist ja scheißegal. Allerdings, ja, sollte man denen eigentlich gar keine Plattform geben, um sowas zu machen. Was, wir gucken mal eben nach. Mein Team, Verteidigungen. Es sieht so geil aus. 0-0-0-0-0-0. Ah, okay, er hat gewonnene Verteidigung 0 von 2. Bester Feindangriff sieht man leider nur. Warte mal. Kriegsereignisse. Irgendwo muss der Garlock ja noch auftauchen. Garlock. Ich gucke mal eben nach, wo der Garlock ist. Habe ich ihn jetzt übersehen? Wir werden es gleich nachgucken. Wobei, feindliches Team. Hier müsste irgendwo drin stehen. Ganz unten irgendwo. Wurde er, glaube ich, gar nicht vorher angegriffen, oder? Ich glaube, bei Garlock wurde gar nicht vorher getestet. Wurde er nicht. Aber bei den oberen. Bei allen oberen. Auch nicht schlecht. Ja gut, dann würde ich sagen, wir warten eben kurz ab, bis der Gameflow bereit ist. Dürfte er jetzt ja gleich sein. Und dann werden wir uns den Angriff angucken. So, wir haben erst noch einen von Niklas. Aber wieder 26 gegen 24. Ist denn dahinter nichts frei? Weiß ich nicht. Also, wir müssen gleich mal gucken, ob er hier schon 1 Stern hatte. Denn wenn er jetzt tatsächlich entweder schon 2 Sterne hat oder 1 Stern, mal gucken, ob vielleicht diese Gegnerwahl jetzt wieder richtig ist oder nicht. Das, ja, kann ich nicht sagen. Es wird, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ein knapper Clankrieg wird. Wir haben halt, wie gesagt, bei mir jetzt ich habe halt bei der 1 dann halt nur den 1 Stern geholt. Ich kann es nicht ändern. Generell haben wir dann oben die anderen alle mit 2 Sternen versehen. Zumindest die ganzen restlichen 11er und 10er. Ob es dann tatsächlich reicht, kann ich nicht sagen. Was jetzt hier der Niklas treibt, ob er tatsächlich hier auf 3 Sterne gehen kann oder nicht. Werden wir auch sehen, er kann die Königin ja nicht zünden. Die Königin ist erst auf Level 7. Das Rathaus dürfte er sich jetzt zumindest schon mal relativ leicht holen. Okay, gerade ebenso. Ansonsten, den Hund müsste er jetzt eigentlich nicht machen, ne? Ist halt jetzt scheiße, dass der Hund jetzt auf die Königin geht. So, mal gucken, was er da jetzt trat. Erdbeben, Hund 1 und 2 und 3. Die Hunde schnappen sich natürlich jetzt schon mal ganz gut, hoffentlich die Luftbomben und so weiter. Ja, Clankrieg ist schon geil. Gibt's gar nichts. Also Clankrieg ist definitiv eins der geilsten Sachen. Ja, die Wutzauber, ne? Ja, das werden wahrscheinlich keine 2, denke ich mal. Wird eher knapp werden mit 2 Sternen. Weil er hat da nichts zum Aufräumen, ne? Das wird problematisch werden. Der Luftjäger ist jetzt zwar da, aber die Luftabwehr wird ihn jetzt gleich auch natürlich kaputt machen. Und dann war's das. Ah, er hat noch so viele Puppies da unten rumfliegen. Ob dann aber reicht und ob er jetzt irgendwo noch, ja, er könnte da vielleicht noch auf die Kanone gehen mit dem Schwein. Allerdings hat er dann auch den Hund direkt in der Nähe, ne? Mal gucken, haben wir irgendwelche Stimmen dazu? Wenn sie die 1 macht, dann fliegt sie. Alter, wollt ihr mich verarschen? Du machst nicht die 1. So ist das nämlich. Das ist, ey, noch einer bitte. Ey, wir haben schon Moose und mich auf die 1. Also das ist, manchmal muss man auch mal ein bisschen logisch denken. Das ist noch einer auf die 1. Dann auch wieder auf die Gefahr hin, vielleicht 50-50, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Das können wir eigentlich nicht gebrauchen. Wir haben echt unten noch so viele 9er, die wir noch nicht mit 3 Sternen haben. Da musst du halt vielleicht mal oben auf den einen Stern, vielleicht auf den bisschen Bonus verzichten und musst dann halt mal unten noch was holen. Ja, Niklas, knapp. Er hat eigentlich noch genug Puppies übrig für die 50%, aber es wird knapp. Das ist... nimm dir doch nicht die 1. Nicht die 1, jeden anderen. Aber das ist wieder so... Es haben doch schon 2 Leute die 1 angegriffen, Nummer 1 und Nummer 2 bei uns. Es ist einfach zu groß. Für mich ist das einfach viel zu großes Risiko.
Dann lieber unten, vielleicht auch noch wegen mir auch einen schlechten Zehner auf 3 machen. Das ist ja normalerweise auch kein Problem, wenn die Zehner von denen auf Position 9 und 10 einer Infernos haben. Ja, es wird nichts. Wir kommen sofort. Abbrechen, es wird leider nichts mit den. Mit dem Stern. Ja, es wird knapp. Teufel, sowas. Oh, hier ist doch der Angriff von Dennis. Er wollte nicht, dass ich ihn zeige, aber ich zeige ihn trotzdem. Haha. Haha, Dennis, ich zeige dich trotzdem. Also was zum Beispiel. Das ist Dennis, Teamplayer. Dennis ist eigentlich, was Angriffe auf 9er angeht, ist er wirklich eine absolute Bank. Ich bin optimistisch, dass er das schaffen wird. Ja, den Warden eigentlich noch rechtzeitig gezündet. Die haben zwar fast nichts mehr, seine Leute, aber es reicht noch vielleicht. Dennis holt sehr oft 3 Sterne gegen 9er und das ist das, was du im Clankrieg auch brauchst. Du brauchst Leute, die auch unbedingt die aufräumen. Komm, Dennis, schaffst du? Dieses Mal wird es aber knapp werden. Dieses Mal wird es knapp. Ich befürchte, es wird nicht reichen. Ich befürchte, es wird diesmal nicht reichen. Ah, ich habe ihn eben noch gelobt und jetzt holt er keine 3 Sterne. Nein! Holt er nicht mal 2. Ach Mann, schade. Ja, was will er machen? Das will er machen, steckst du nicht drin. Was für eine Logik, die 1 nicht auszubessern. Als ob du die ausbesserst. Das ist wieder so, also so mal eben so, ja, ich mach mal eben jetzt 2 Sterne bei der 1, das glaube ich nämlich nicht. Oh doch, er holt doch noch. Ja, der Dennis, der lässt sich nicht unterkriegen. Er holt zumindest noch den 2. Stern hier. Na, nicht schlecht. Hat er noch gut gerettet zumindest. Wir müssen gleich mal gucken. Ja, wenn natürlich 2 ein bisschen wenig ist, natürlich immer, wenn du als 11er gegen 9er angreifst. Aber gut, was willst du machen? Da steckst du dich drin. Was hatte der denn vorher für eine. Hatte der vorher schon Stern oder nicht? Ich bin schon wieder so lange am Reden. Er hatte leider schon. Was war denn eben bei Niklas? Hätte auch schon. Also. Ja, wobei, er hatte keine andere Wahl. Unten ist alles mit 3 Sternen. Hier sind noch welche, da muss noch ausgebessert werden. Das sind sichere Sterne und die holt man lieber da als bei der 1, ne? Deswegen, ja, das war Clankriegsreport Nummer 3 heute. Also richtig viel Clankrieg heute und wie der Clankrieg ausgeht gegen die Cheater, die richtigen Cheat-Angriffe kommen ja dann noch auf unsere oberen. Ich bin gespannt, was sich da noch so tun wird. Sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Morgen kommt auch wieder Clash Royale, eine neue Folge mit dem 4er Inferno-Turm, den ich jetzt habe. Schaltet mal rein, macht's gut, bis demnächst. Ciao.